Ich nehme das einfach mal auf, hier meine Freunde, was geht ab? Wir gucken jetzt Twitch am Limit. Ich war auch schon zweimal drin, übrigens bin jetzt auch Fame, ich gehöre jetzt auch zu den ganz Großen. Kein Konzept legendär und die Kids wollen mehr. Das ist Twitch am Limit. Okay. Ich habe gerade zum ersten Mal in meinem Leben Kippen gekauft, Alter, das ist mir gerade aufgefallen. Und hier die richtige Antwort. Ich habe noch nie Kippen gekauft, ich wusste nicht mal, wie viel ich nehme. Ich meine aber so, ja, geben Sie mir die Größe. Aber warum hast du Kippen gekauft? Sieger darf, ich bin einfach. Gut gemacht. Was? Nein. Du brauchst sie doch nicht. Ach so! Ich habe heute das erste Mal Kippen gekauft für Sascha. Kann ich, guck mal, das ist für Schulen. Kann ich mich als Schule ausgeben einfach? Ich meine, ich habe auch mit kleinen Kindern was zu tun. Was? Alles klar, Bro. Alles klar. Das ist auch hier das drin, das liegt. Vor allem, warum? Ja. Passt schon. Alright. Danke dir mal für diesen extremen. Oh. Alles klar, Digga, ich wusste nicht, was bei anderen Streamern so abgeht. Jetzt weiß ich es endlich. Danke dir, Marc. Wirklich sehr, sehr korrekt von dir. Jo, moin, mein Bester. Chat, meint ihr, wenn ich meine Haare blond färbe, dann weiß Inscope Nico endlich, wer ich bin und ich kann auch bei ihm im Stream sein? Das sieht sehr, sehr gut aus, ja. Ich finde, Antonia ist eine wirklich nette. Apis gönnt zwar und sagt, Backpulver auf die Flecken machen, am besten nur auf weißen Stoff. Ja, beide Pullover sind leider blau, ne? Mein Givenchy ist blau. Endlich mal wieder was Neues von Givenchy. Wenn ich Wasser auf die Tastatur mache und dann da die Anfass kriege, dann einen Elektroschock? Ja. Ja, so ist das. Wir haben Computer erfunden und sind zum Mond geflogen. Doch wider Erwarten hat unsere individuelle Intelligenz nicht zugenommen. Männer wie wir, die der Rechte ran. Was ist ein Käfer? Käfer? Ja. Was macht ihr? Wollt ihr mal? Also, chill mal alle. Chill mal alle. Liga. Chill mal alle. Was ist los, alle? Kurz Frankfurter geworden. Ihr appreciated das wenigstens zu 0, Bruder, ich mach gerade eine Ansage. Ich hab gerade vor, was Wichtiges zu sagen und du fährst. Warum muss er so laut sein? Er kann doch leise anfahren. Also sei mir nicht sauer. Wenn du Ruhe haben willst, hier aufs Land. Oh, ist das ein Bruder? Ist es ein Bruder? Deine Stimme ist mega entspannt. Voll viele schreiben mir, dass sie immer mit Handy im Bett manchmal zu meiner Stimme einpennen. Über den Augen schießen! Ich leg mich in den Zähnen einfach nicht! Ich bin tot! Oh Mann. Okay, der hab ich erwischt, Alter. Oh Mann. Geil, ey. Oh, heftig, ey. So true. Buba ist, du weißt doch, bei Gartikphone, da haben wir doch diese Augen gemalt, die so rauskommen und dann so geiern, weißt du? Ja. Wenn jemand so große Oberweite hat, dann benutzt man Buba. Weißt du? Mhm. Wieso sagt er nicht so, nee, bei dir nicht, alles gut. Das wäre ein kranker Front gewesen, ist ja nicht drauf gekommen. Ich glaube, ich starte den PC auch neu, damit der mal neu gestartet ist. Also ich hab nichts erwartet, aber es ist was völlig anderes rausgekommen. Erzählt mir von einer Situation, die euch klar gemacht hat, dass Frauen nicht gleichgestellt sind und stitcht es. Ist ein Mensch oder ein Junge? Wow. Alles klar. Was? Kann ich nicht einfach mal jetzt einer durch? Was war das für ein Spiel? Also welches Call of Duty? Die Grafik ist so schlecht, das kann man nicht mehr auseinanderhalten. Der Beste! Nein! Nein! Er ist wirklich der größte Sohn. Deine Scheiß! Der Hurenmutter! Hast du noch Geld? Wird man dafür nicht gesperrt eigentlich? Nee. Hier wurde der Arsch versucht. Alles war noch ein Highlight.
einen Bratwurst-Typen eingepackt haben. Ich habe gesagt, ein schwarzer. Ey, kurze Frage, Chat. Jetzt brauchen wir nur noch. Stinken jetzt eure. Brauchen wir nur noch einen Idioten, der Kopf den schwarzen Maiden fährt. Da locken wir Bratwurst hin und schneiden ab. Ist das normal? Alles klar, Bro. Der, das ist ja ein heftiges Game, was ist das? Oh! Oh! Du bist nur fürs N-Wort gesperrt und hier für dieses eine beleidigende Wort gegen asiatische Menschen. Wie alt sind die? 7, 8? Keine Ahnung. Müssten dann meine Zuschauer sein, ne? Nennt mir doch mal zwei Marken, die Waschmaschinen herstellen. Bosch und Siemens. Persil und Weiß Arisa. Deswegen ist mein Gehirn so gut, weil es so schnell arbeitet, Dicker. Es ist so schnell. Bosch und Henkel. Oh. Hat er gesagt Waschmaschine oder Waschmaschinenmittel? Deswegen ist mein Gehirn so gut, weil es so schnell arbeitet. Wieder mal kein Konzept. Videos, die keiner checkt. Check die Klicks. Ich mach Memes für die Kids. Ja, krass, Alter. Reicht natürlich noch nicht für die 8 Minuten. Das heißt, wir müssen noch die Folge von davor gucken. Die hier. Krank, der liegt das auch alle 2 Tage hoch, ne? Lass den Twitch Prime Orange Moment star, damit er sich bald Millionär nennen darf. Nee, Digga, auf gar keinen Fall. Kein Konzept legendär und die Kids wollen mehr. Das ist Twitch und Limit. Have you ever had a dream that you had you want him to do you so much you could do anything? Warum kein Dark Mode, Digga? Farbenblind oder was? Lösch dich. Und ich habe gestern auch mit dem Mann von meiner Freundin geredet. Mir ist letztens bewusst geworden, Monte zum Beispiel mit 3 Millionen Abonnenten auf Instagram. Es gibt 82 Millionen Deutsche. Das heißt, jeder 7. oder so kennt Monte oder folgt Monte. Jeder 7. Mensch. Nein, habe ich mich verrechnet? Wir fangen erstmal so mit einer kleinen Einsteigerfrage an, damit wir uns so ein bisschen kennenlernen. Digga, was geht denn bei Holle, Alter? Habt ihr schon mal Arschloch geleckt? Ich weiß ja, ob man das auf der Kamera so rüberkommt. Alles klar, Bro. Wir fangen leicht an. Ja. Wir gehen jetzt richtig krass steil runter. Fahren kann man es nicht, aber vielleicht im Sitze. Wenn man auf den Rollen bremst, das ist eine sehr entspannte Fahrt. It was at this moment that he knew. He fucked up. Be slowly. Yeah, I didn't see that coming. Beste, Alter. Aber guck mal, jetzt, dadurch fängt das auch richtig an. Das ist doch nicht echt, oder? Er ist doch hundertprozentig fake, Digga. Das ist doch locker bearbeitet. Davor der Simulator, dessen Namen man nicht sagen darf, und a gay love story about gay love. Ja, moin, Digga. Hentai Girl. Hentai Milf, bist du was? Sag mir. Eine Frau, geil, die in Deutschland wohnt, blond ist, Brüste hat und nicht abonniert von Instagram Nico ist. Das existiert nicht, Digga. Und ihr wundert euch, warum InScope, wenn keine Chick in seinem Stream sitzt, nicht mal die 10.000 Viewer average hittet, Chat. Wo kriegt der die denn alle her? Also, ist der einfach mit allen cool, mit allen weiblichen Menschen dieser Welt? Vor allem, es ist noch nicht eine übergewichtige Person mit in seinem Stream gewesen, ne? Ist euch das mal aufgefallen? Hallo? Jo, moin, mein Bester. Chill mal noch ganz kurz, 5 Sekunden. Ich habe noch was zu klären. Passt es? Hallo! Auch das passt, Mann! Moin, Revi. Wer ist das eigentlich? Ich sehe doch nicht aus wie Revi. Ich bin doch nicht blond und dumm. Habe ich echt was zwischen den Zähnen, Bruder? Danny, ich bin da nicht drin im Game. Sorry. Frank, das habe ich vorhin gegessen. Da will ich jetzt wirklich keine Scheiße im Chat sehen. Vorhin gab es Kartoffelsuppe von Mama mit einem leckeren Brötchen. Eigenen Brüder gegessen. Da! Bei Kartoffelsuppe ist mir alles andere Schnuppe. Ein sehr heißes Objekt in unserem Universum. Ja, und was ist der Mond? Ein sehr kaltes Objekt in unserem Universum. Weil Mond ist ja kalt. Weil nachts ist ja kalt. Was? Alles klar. Ich esse nämlich jetzt mein Frühstück. Digga, was? Ich hab's gesehen, was ist das? Ich esse nämlich jetzt mein Frühstück.
Ich habe einen Crush auf Papa Platte. Mhm. Aber ich habe einen Crush für Leute, die ein cooles Overlay haben. Nachdem es mit Papa Platte aka Kevin nicht geklappt hat, kommt jetzt der nächste Kevin. Findest du Orange Orange? Das ist ein sehr sympathischer Dude. Hier sehen wir den neuen Fang. Ich saß in meinem alten Peugeot, den Anna liebevoll Schimmel getauft hatte, klammerte mich an mein Lenkrad und zog an meiner Zigarette. Oh. Ich finde das Bild halt gut, weil halt 30% von seinem Gesicht verdeckt werden. So. Das ist ein bisschen schadensbegrenzt. Oh nee, ey. Ach komm, scheiß drauf, ey. Das war's mit dem Mauspad. Warten auf den nächsten Hafen, immer nur warten. Aber so ist das Leben. Da kommt er endlich. Über die Gangway gelangt der Lotse an Deck. Auch die Schlepper sind bereit. Alles klar zum Ablegen. Was? Ja, was ist denn hier los? Das läuft in allen Häfen nach den gleichen Regeln ab. Der Lotse dirigiert die Schlepper. Dani, danke für 4 Euro. Kannst du Danny einen Kuss geben? Den Job kann ja jemand... Also. Hendo, danke für 4 Euro. Digga, meinte Human Benchmark. OMG, gönn dir die 4,20 Euro. Kuss. Komm, das hören wir uns hier, das hören wir uns hier einmal an. Ich sag euch, das neue Lied von PA, das ist relativ neu. Das feiere ich echt hart. Ach, geil. Boah, Energie. Hat er ein Video dazu überhaupt? Mal gucken, vielleicht hat er ein Video dazu. Boah, ich dachte, das wäre neu, vor 3 Jahren? Oh, das ist nicht neu? So, Messi. Hey, Digga, nee, der kleine Hund. Jetzt kann ich Gas geben. Hä, ich bin ja nicht lang. Digga, was? Nein. Bin Erster? Nice. Das bin ich. Wieder mal kein Konzept. Videos, die keiner check die Klicks. Ich mach Memes für die Kids. Stecke so viel ab. Ja, krankes Video, Digga. Können wir auf jeden Fall mal liken, würde ich sagen. Heftig.